Super, perfekt. Vielen Dank für das gute Intro und vielen Dank, dass Sie alle nach einer guten, erfolgreichen und auch langen Messe noch Zeit für das Thema finden. Bei uns war es auch schon lange, wie man an der Stimme wahrscheinlich ein bisschen hört, aber das ist ein gutes Zeichen. Worum geht es heute? Wir, grundsätzlich mal, wir bei Toolsense, wir sind ein österreichisches Startup, ja, das sich mit dem Thema industrielles Internet der Dinge beschäftigt, mit dem Thema digitaler Zwilling, Artificial Intelligence, Plattformisierung. Und wir machen das einmal mit dem Hersteller und mit dem Händler von Reinigungsmaschinen, aber auch von Baumaschinen, Industriemaschinen, ja, und auch Gartenlandschaftsbau. Und da konzentrieren wir uns sehr stark drauf, auf alle Technologien, um das eben, sag ich mal, zu enablen. Wir machen einerseits die ganze Hardware, die Plattform, die Analytics, und das ist natürlich von der Technologie her jetzt ein ziemlich dickes Brett, das wir da uns aufgenommen haben. Das können wir natürlich nicht alleine. Das heißt, wir haben da sehr gute und starke Partner, wie die Deutsche Telekom zum Beispiel oder ein SAP, mit dem wir das gemeinsam machen und haben außerdem schon, da sind wir sehr dankbar dafür, wirklich tolle Kunden gewinnen können hier in Europa und in den USA, mit denen wir das gemeinsam machen. Worum geht's heute? Grundsätzlich im ersten Schritt besprechen wir mal das Thema Industrie 4.0, Internet of Things, was das bedeutet grundsätzlich, wie das funktioniert, technologisch, aber auch kommerziell. Und dann eben sehr stark mit Fokus auf die Reinigungsindustrie. Das heißt einmal Connected Cleaning, was ist das und was ist auch die Auswirkung für den Kunden, für die Reinigungsfirma. Und im nächsten Schritt jetzt, wenn ich ein Hersteller bin, wenn ich ein Händler bin, was bedeutet das für mich? Was hat das für eine Auswirkung auf mein Geschäftsmodell? Auf die Marktsituation, auf die Dynamik im Markt, da werden wir auch noch sehr stark darauf eingehen. Und im Abschluss werden wir noch kurz auf das Stihl als kleine Case Study nehmen. Disclaimer, alles was da erwähnt wird, ist öffentlich verfügbar und mit 2 Minuten Google Search alles kann man finden, aber ist einfach ein tolles Unternehmen, das in den letzten Jahren da wirklich wahnsinnig viel gemacht hat und ist wirklich ein Musterbeispiel, wie sowas gut funktionieren kann. Industrie 4.0, was bedeutet das grundsätzlich? Wir haben, um mal einen kurzen Abriss zu geben, ja, wie, sag ich mal, hat sich das evolutionär sozusagen gestaltet? Ja, die Industrie 1.0, sprechen wir von, das war grundsätzlich damals als von Mensch und Tier erstmalig zur Maschine die Fertigung gegangen ist. Ja, das bedeutet, wir haben erstmalig eine Mechanisierung, eine Dampfkraft gehabt, einen Webstuhl und hatten eine Losgröße 1. Das heißt, das war sehr handwerklich getrieben. Ja. Im nächsten Schritt war das so, vom Ende vom 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben wir gehabt den Frederick Taylor, damals die Managementschule, der gesagt hat, dieses handwerkliche, künstlerische, das schauen wir uns mal genauer an und zerlegen das in gewisse Teilabschnitte, wie ein Fertigungsprozess tatsächlich funktionieren kann. Und erstmalig wirklich angewendet hat das dann Henry Ford. Also Henry Ford hatte mit seinen zwei Ingenieuren, den Herrn Lewis und den Herrn Sorensen, auch das Fließband tatsächlich erfunden und hat dann die Prinzipien vom Scientific Management von Taylor angewandt, um Autos zu produzieren. Ja, also Model A, man kann jede Farbe haben, die man möchte, solange sie schwarz ist. Und hat da wirklich das Ganze sehr stark geprägt und erstmalig Losgröße N, also Massenproduktion. Ja. Im nächsten Schritt hat dann sind wir von Elektrik, Industrie 2.0 auch viel, zu Elektronik, ja, die Industrie 3.0 gekommen, das heißt Mikroelektronik. Erstmalig dann auch sozusagen der Kollege Roboter ist zur Arbeit gekommen. Das hat natürlich schon einen ganz, ganz großen Impact gehabt. Und das ist auch etwas, was sich auch natürlich noch bis heute stark durchzieht. Und was haben wir heute? Heute haben wir die Industrie 4.0 im Mittelpunkt. Rein technisch gesehen stehen Cyber Physical Systems. Was ist ein Cyber Physical System? Es ist ein Computer, ein Embedded System, das eingebettet ist und das einerseits einen Sensor hat, also etwas fühlen kann und einen Aktor hat, das etwas auslösen kann. Zum Beispiel, ich fühle die Temperatur und dementsprechend regle ich dann etwas. Das ist eingebunden, vernetzt. Und was wir da jetzt haben, ist so quasi diese typische Sichtweise, wie Industrie 4.0 gesehen wird, rein technisch. Wir sehen in der Praxis, dass es damit nicht wirklich getan ist. Das heißt, wir haben, wenn wir uns jetzt Industrie 4.0 anschauen, einmal die technische Brille. Das heißt, wir haben die smarte Fertigung,
eben Cyber Physical Systems, Automatisierung, Robotik etc., AR. Und andererseits, und das ist auch das Thema, womit wir uns als Toolgens ganz sehr viel beschäftigen, ist das Thema smarte Produkte. Das heißt, einmal, ich produziere, Stichwort die Scheuersaugmaschine, und das mache ich schon automatisiert und smart, und jetzt wird aber auch langsam die Scheuersaugmaschine selber smart und digitalisiert. Das erfordert andere Technologien, andere Herangehensweisen, ja, andere Kostenstruktur habe ich bei einer Scheuersaugmaschine als bei einer Produktionsmaschine. Und aber, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich auch die Geschäftsmodellperspektive ansieht, die eben Industrie 4.0 impliziert. Wenn ich bis jetzt einfach nur eine Maschine transaktionsbasiert verkauft habe, habe ich jetzt eben mit der Industrie 4.0 eigentlich zwei Megatrends, die uns da begegnen. Das eine ist das Thema Servitization. Das bedeutet, ich habe bis jetzt Produkt verkauft als Transaktion. Jetzt gehe ich hin und sage, okay, ich verkaufe Product Enabled Service. Ganz simpel, Stichwort Servicevertrag. Ja, das heißt, bis jetzt Run to Failure, Kunde ruft an, ja, Maschine geht nicht. Und dann wird die Reparatur verrechnet, kann ich dem Kunden sagen, okay, du zahlst mir Betrag X und dafür stelle ich sicher, dass die Maschine läuft und du brauchst nicht irgendwie, du hast Kalkulationssicherheit und musst nicht Reparaturen budgetieren etc. Das ist ein Megatrend, der andere viele Bereiche auch noch hat, andere Services, wo wir später noch drauf eingehen. Und das zweite Thema, was auch sehr stark durch IoT getrieben wird, ist das Thema Circular Economy. Das bedeutet, wir haben bis jetzt so eine klare, lineare Ökonomie gehabt. Ja, das heißt, take, make, trash. Es werden Ressourcen genommen, es wird eine Maschine gebaut, dann wird es entsorgt oder recycelt etc. Das heißt, ein linearer Prozess. Jetzt funktioniert unsere Ökologie aber zirkulär. Ja, das heißt, mit der Circular Economy haben wir neue Geschäftsmodelle. Hier in Berlin zum Beispiel die Firma Grover, die sagt, MacBook braucht man sich nicht mehr kaufen. Wir als Grover vermieten das. Wenn du es nicht mehr haben willst, schickst du es uns zurück. Wir refurbischen das und geben es an den Nächsten. Und Grover kann eben so die Product Lifetime um das 4- bis 5-fache oder was steigern, ja. Was halt für den Kunden gut ist, weil er kann sehr günstig Zugang zur Maschine oder halt zum MacBook haben, ja. Und für die Umwelt ist es auch gut. Und noch dazu habe ich ganz andere Margen, was auch natürlich interessant ist. Wenn es das jetzt wäre, dann kann ich sagen, okay, Technologie, da hole ich mir halt einen Berater, einen Fraunhofer, was immer, und für Geschäftsmodelle hole ich mir die McKinsey-Truppe und dann war's das. Was wir sehen in der Praxis ist, dass ein Faktor extrem unterschätzt wird. Und das ist das Thema Kultur. Und das ist jetzt natürlich typisch Berater-Blabla, kann man im ersten Schritt sagen, also Kultur. Aber was wir wirklich merken ist, ich kann alles richtig machen, wenn ich das gleiche Mindset als Maschinenbauer habe und ich bin sehr maschinenzentrisch, dann wird das nicht funktionieren. Ja, das heißt, ich kann alles richtig machen, wenn ich diese kritische Komponente nicht in meiner Organisation eingebettet bekomme und meine Leute quasi on board bekomme, dann funktioniert es nicht. Und was wir oft sehen ist, dass je näher man halt wirklich am Kunden dran ist und je näher man serviceorientiert und am Kunden zentriert ist, desto einfacher wird es. Also wir sehen das oft, dass sich Händler tatsächlich manchmal leichter tun mit dem ganzen Thema Geschäftsmodellinnovation als jetzt der Hersteller. Weil der Hersteller, klar, der macht eine Maschine, die macht er großartig und das ist eine enorme Leistung und die braucht viel Fokus. Und wenn ich dann auf einmal komplett anders denken muss, ist es extrem schwierig. Das heißt, wir verstehen unter Industrie 4.0 einmal eine Technologiekomponente, eine Geschäftsmodellkomponente und dann aber eine Kultur, die sozusagen das Betriebssystem der Industrie 4.0 für uns ist. Das ist oft der Ansatz, mit dem wir mit unseren Kunden arbeiten. Und wenn wir jetzt uns anschauen, die Enabler-Technologien, ja, IoT ist ja eine davon, dann haben wir mehrere Technologien, die da sozusagen konvergieren in das Fundament für die technologische Basis für Industrie 4.0. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Themen, IoT, Projekt- und Prozesssoftware, AI, Robotics etc. etc. Und da werden noch ganz viele neue dazukommen. Ja, das heißt, die bilden dann am Ende des Tages die technische Basis für Industrie 4.0. Warum sage ich das? Weil wir uns auch sehr stark Connected Cleaning, IoT mit dem Vortrag beschäftigen und ist die Frage, was ist jetzt IoT? Ist das jetzt einfach das coole Wort für Machine-to-Machine-Communication oder für Telematik und es wird auch sehr oft synonym verwendet? Das ist es aber nicht. Also IoT ist weniger jetzt rein eine technologische oder technische Komponente, als wieder vielmehr eine Konvergenz aus technisch, Geschäftsmodell und Kultur. Und wir haben eigentlich diesen Leitsatz, Ökosystem über Plattform, über Produkt.
Und das beschreibt das Thema Internet of Things eigentlich sehr gut. Und wir werden da nachher noch drauf eingehen, was damit gemeint ist tatsächlich. Connected Cleaning, Auswirkungen auf den Kunden. Und da komme ich jetzt genau auf diesen Leitsatz, Ökosystem, Plattform, Produkt zu sprechen. Also ich führe das jetzt mal mit dem IoT, sag ich mal, Produkt-Evolutionsstufen von Porter an. Das hat er veröffentlicht im Harvard Business Review mit dem Herrn Happelman, das ist der CEO von PTC. Und das ist ein bisschen der Leitfaden, wie man ein IoT-System oder Produkt gestaltet. Also am Anfang habe ich das normale Produkt. Eine Scheuersaugmaschine habe ich versucht irgendwie zu anonymisieren, damit ich niemanden da auf die Füße trete. Und das ist ein großartiges Produkt und da steckt schon wahnsinnig viel Know-how dahinter und das hat einen mega Mehrwert für den Kunden natürlich. Wenn ich jetzt aber eine Stufe weitergehe auf der IoT-Reise, dann komme ich zum sogenannten smarten Produkt. Was ist das? Ganz simpel, ich habe Steuerungselektronik im Produkt. Und diese Steuerungselektronik, die kann ich mit einem Logger, mit einem Campus-Kabel, was auch immer, kann ich die auslesen. Das bedeutet, der Mehrwert für den Kunden ist da zusätzlich, dass ich eine tolle Reinigungsmaschine habe, mit der ich große Vorteile habe, habe ich außerdem, wenn die Maschine nicht mehr funktioniert oder einen Stillstand hat, kann der Servicetechniker sie viel schneller zum Laufen bringen oder vielleicht kann ich sogar selber schon eben den Error-Code oder was auch immer durchsagen. Das heißt, es hat der Kunde da auch schon einen klaren Vorteil, der sich auch klar beziffern lässt mit XY mehr Uptime. Nächste Stufe vom smarten Produkt ist das Thema digitaler Zwilling. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, zusätzlich zum smarten Produkt gebe ich ein Modem dazu, auf der untersten Ebene ganz blöd gesagt, und erfasse die Daten von der Maschine, verarbeite sie mit Edge Computing oder ich schicke sie einfach direkt in die Cloud und stelle sie auf einer Plattform, auf einer Software eigentlich zur Verfügung. Das heißt, als Kunde habe ich jetzt meine Maschine und die kann ich mir anschauen und kann sagen, okay, dort und dort ist sie, ja, warum geht die vielleicht spazieren am Wochenende, so wird sie eingesetzt, das ist der Fehlercode, die Parameter etc. Und es ist aber die einzelne Maschine. Bedeutet, das ist hochrelevant, wenn ich eine Maschine habe, die per se ein Investitionsgut ist, ein sehr, sehr teures, das heißt zum Beispiel Fertigungsmaschinen, sechsstellig, siebenstellig, ein Aufzug, wo der Wert so enorm ist, dass mir das wirklich am Herzen liegt, dass ich diese eine Maschine eigentlich konstant auch monitoren und bedienen kann. Ja. Wenn jetzt die Maschine immer günstiger wird, wird es immer schwieriger, nur wenn ich nur einen digitalen Zwilling habe. Ja. Das ist so das klassische Beispiel vom Staubsauger, der jetzt Bluetooth hat und wo ich den vielleicht mit dem Handy an ausschalten kann. Das ist dann mehr so ein bisschen Featureitis, aber der kommerzielle Mehrwert hält sich dann oftmals in Grenzen tatsächlich. Was ist jetzt bei dieser digitalen Zwilling der Mehrwert für den Kunden, für die Reinigungsfirma? Eben wenn ich jetzt eine teure Maschine habe, eben klar, das heißt, ich kann die Uptime wieder erhöhen. Ja, das heißt, ich kann die Uptime erhöhen oder ich kann in meine Prozesse tatsächlich da schon eingreifen, indem ich sage, Regel, wenn X passiert, dann soll Y passieren. Warum ist das relevant? Ich gehe da nachher noch drauf ein, aber in der Reinigungsfirma, das ist eh bekannt, Maschine macht 3% der Kosten aus, 80% der Kosten Personalprozesse. Und deswegen wird es da auch schon ersichtlich, warum das schwierig ist, wenn ich nur eine Maschine habe oder nur eine Maschine von einem Hersteller, ja, weil dieser Anteil ist dann ein Promilleanteil an den 3% von meiner, und da wird es halt langsam schwierig. Das heißt, das ist die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist dann schon ein IoT-System, ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich als Reinigungsfirma habe vielleicht nicht nur Maschinen der Farbe X oder Farbe Y, ganz blöd gesagt, sondern ich habe halt alle Farben, sozusagen, wie man sich da vorstellen kann, und ich möchte meine gesamte Flotte in einem System haben. Bedeutet, das System muss günstig sein, muss einfach sein und muss überall funktionieren. Und wenn ich günstigere Maschinen habe, dann brauche ich da nicht die überkomplexen Daten, bestimmte Daten, mit denen ich meine Prozesse steuern kann. Stichwort Reinigung. Wenn ich jetzt eine Reinigungsfirma bin und ich habe eine komplett vernetzte Flotte, was kann ich machen? Ich kann sagen, okay, Batterie, ja, wie oft wird die Batterie zwischengeladen? Und dann kann ich sehen, okay, in einem Objekt wird die Batterie 50 Mal am Tag zwischengeladen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Maschine schneller kaputt wird, das heißt, die Reparaturkosten. Und außerdem funktioniert die Maschine nicht, wenn sie soll. Das heißt, ich habe weniger Uptime, das heißt, mein Kunde beschwert sich und mir wird vielleicht das abgezogen am Ende des Monats. Das heißt, ich kann vielleicht daraus Schulungsbedarf ableiten, schon für meine Mitarbeiter.
was kann ich noch damit machen? Stichwort Inventarisierung, wo ist was? Wenn ich meine gesamte Flotte in einem System habe, kann ich mir viel Mühe damit ersparen, viel Papierkram, viele Mannstunden. Das heißt, wir haben da jetzt wirklich schon diese 80% Prozesskosten und Personalkosten im Auge. Und da wird es halt interessant. Was kann ich noch machen? Klares Beispiel zum Beispiel, ich kann eben auch zum Beispiel monitoren die Wartung. Das heißt, ich kann sagen, okay, wann muss die Maschine gewartet werden, etc. Das heißt, wieder ganz klares Thema Uptime. Das ist jetzt aber noch nicht, sage ich mal, das Endspiel, ja, das Endgame von IoT. Das heißt, was wir sehen und was eigentlich, ob man sich jetzt die Bauwirtschaft hernimmt, ja, die Landwirtschaft, den Galabau, Fertigungsmaschinen oder Reinigungsmaschinen, es ist eigentlich überall das Gleiche, ja. Am Ende des Tages hat die Reinigungsfirma eine Realität, wo sie nicht nur ein System X haben für die Maschinen, sondern sie haben halt Systeme für unterschiedlichste Aspekte von ihrem Geschäft, womit sie eigentlich ihr Geschäft modellieren. Das heißt, ich habe einmal zum Beispiel die Maschinenverwaltung, die Flottenmanagementverwaltung, ich habe ein CRFM-System zum Beispiel, mit dem ich arbeite, ich habe ein Workflow-System, wie zum Beispiel ein CleanBird, ja, was wirklich ein cooles System ist, oder ein IntelliClean, ja, was von der Schweizer Post präsentiert wird. Das heißt, ich habe unterschiedliche Systeme, mit denen ich arbeite. Oder zum Beispiel, dann da bin ich auch ein wirklich großer Fan davon, Thema Building Minds, das ist von einem großen Aufzughersteller, eine Ausgründung, also wirklich ganz, ganz spannendes Projekt, wo die eigentlich sagen, wir machen nicht nur einen digitalen Zwilling von der Maschine, unser Anspruch ist, wir machen den digitalen Zwilling von dem gesamten Gebäude und wir machen das gesamte Smart Building. Und dann eben weiter oben habe ich das Thema kommerzielle externe Dienstleister. Warum sind die relevant? Die sind einerseits für den Kunden, also für den Dienstleister relevant, für den Reinigungsdienstleister, weil ich andere Versicherungsangebote auf einmal haben kann. Ja, Maschinenbruchversicherung etc. pp. Aber andererseits, und das ist noch viel wichtiger, kommen die Versicherer in diesem Ökosystem ins Spiel, wenn ich als Hersteller neue Geschäftsmodelle auf die Straße bringe, wo ich nachher noch darauf eingehe. Und jetzt sind hier die Maschinen, sind in Wahrheit ein kleiner Bestandteil von dem gesamten Ökosystem. Und was ist wichtig? Wichtig ist auf dieser Stufe, dass ich offen bin und dass ich in verschiedene Systeme rein integriere und dass ich auf der Maschinenebene alles abdecken kann, günstig und einfach. Ja. Und wo dann damit gearbeitet wird, wenn der Kunde mit System X, System Y oder System Z arbeitet, es ist am Ende des Tages egal. Wichtig ist, dass sich nahtlos in seine Prozesse einfügt und bestimmte Aktionen triggert. Und das heißt, man muss immer den gesamten, sag ich mal, Kundenblick und die Kundenbrille aufhaben. Ja. Und das ist dann etwas, wo Maschinenbauer oftmals einen anderen Zugang haben, weil die natürlich haben die Maschine vor Augen und was kann ich bei dieser Maschine anders machen, besser machen etc. Und wenn ich dann schauen muss auf den Kunden und was der vielleicht für IT-Systeme hat, dann wird das oft richtig schwierig. Und da ist ein bisschen auch unser Anspruch, dass wir da unseren Kunden begleiten wollen, dürfen, ja, auf dieser Reise und sagen, okay, wir können das gemeinsam einfacher machen. Ja. Das ist auch wichtig, also das soll jetzt nicht meinen, dass eine, sag ich mal, einfach Scheuersaugmaschine als Produkt hat natürlich einen ungemeinen Mehrwert. Aber warum ist überhaupt dieser Stufenweg sozusagen, warum ist der wichtig? Weil der kommerzielle Mehrwert für die Reinigungsfirma steigt. Wenn ich einfach nur den smarten Bluetooth-Staubsauger habe, dann ist das lustig. Wenn ich aber meine gesamte Flotte digitalisiert habe und Aktionen triggern kann und Schulungen machen kann und meine Wartungskosten, Inventurkosten reduzieren kann und wenn das sich in meine Systeme einfügt und automatisch der richtigen Person zur richtigen Zeit sagt, was sie tun soll, dann ist das auf einmal, rede ich da über die 80% Prozess- und Personalkosten und dann ist es wirklich interessant. Und da haben wir eben diese Kostenstruktur und das sind mal so die Annahmen, sag ich mal, mit denen wir arbeiten. Ja, das heißt, wenn ich diese 3% Maschinenkosten auf 2 bis 2,5% senken kann, dann ist das schon mal super. Wenn ich aber diese 80% Prozess- und Personalkosten dann auf 60 oder 65% runterbringe, ja, was hat denn das zur Folge? Das hat zur Folge, wenn ich als Reinigungsfirma sozusagen die Digitalisierung ernst nehme, ja, und dieses Thema ernst nehme, dann habe ich eine ganz andere Kostenstruktur, ich kann ganz andere Preise machen und am Ende des Tages, worum geht's da? Es geht um Verschiebungen im Markt und es geht um Marktanteile. Ja. Und was diese Annahme, also wir haben da geredet mit eigentlich den unterschiedlichen Anbietern in diesen Workflow-Bereichen etc., alles Mögliche. Und da haben wir halt teilweise auch ganz andere Zahlen. Da haben wir teilweise 40% Kosteneinsparung allein durch so ein Workflow-System. Ja, das ist richtig cool, was man auch damit dann alles reinholen kann. Und deswegen ist es relevant, dass ich
diese Maschinendaten und die digitalen Zwillinge, die generiert werden, eben in, nicht nur auf, als Produkt sehe es oder als Plattform, sondern als Ökosystem. Und ob ich jetzt in der Bauwirtschaft unterwegs bin oder im Gartenlandschaftsbau oder in der Landwirtschaft, es ist überall genau das Gleiche. Ja, also die, das Einzige, was sich wirklich unterscheidet, ist, mit welchen Systemen arbeitet der Endkunde, der Reinigungsdienstleister, die Baufirma etc. Aber dieser Weg von Maschinenbauer, Händler hin zum Kunden ist immer das Gleiche und die Treiber des Geschäftsmodells sind immer die gleichen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn man da eine gewisse horizontale Technologie noch hat. Ja. Okay, Connected Cleaning, Auswirkungen auf Hersteller und Händler. Wichtig, was wir eigentlich auch gelernt haben, ist, die Hypothese ist ja die, okay, die vernetzte Maschine, das ist was eigentlich für meinen Kunden. Wenn man sich aber anschaut, okay, die 3%, das ist ein Bruchteil der Kosten, das muss einfach funktionieren und günstig funktionieren und sich eingliedern. Aber für mich als Hersteller oder Händler geht es ja, was ist mein Geschäftsmodell ist fast 100% auf die Maschine ausgerichtet. Ich entwickle Maschinen, ich baue Maschinen. Ja, ich verkaufe Maschinen, ich servisiere Maschinen. Das heißt, wenn ich den Blick habe auf die Maschinenrealität und vor allem auch auf die Kundenrealität, was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass ich meine innerbetrieblichen Abläufe zum Beispiel komplett anders gestalten kann. Und was wir eigentlich sehen und warum ist das Thema wichtig? Weil wir sehen, dass sich in einigen Jahren da durchaus Unterschiede auftun werden. Nämlich die, die das Thema, sag ich mal, wirklich ernst nehmen und das auch treiben, die haben dann ganz andere Kostenstruktur, andere Geschäftsmodelle als die, die, sag ich mal, da eher, sag ich mal, gemächlich unterwegs sind. Ja. Das heißt, wie als Händler von Reinigungsmaschinen, als Hersteller von Reinigungsmaschinen, ja, was sind die Treiber von meinem Geschäftsmodell, die ich quasi stärken kann durch Connected Cleaning? Einmal haben wir den externen direkten Vorteil. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann Software verkaufen. Ja, das ist mal die einfachste Stufe. Lieber Kunde, hier ist das System, gliedert sich in deine Systeme ein und du zahlst mir jetzt pro Maschine XY im Monat. Das ist mal, ist halt ein Umsatz, aber das ist jetzt noch nicht der strategische Mehrwert. Was kann ich noch mit externen direkten Treibern meinen? Also ein Bauunternehmen zum Beispiel, Verdichtungstechnik in der Schweiz. Was haben die gemacht? Die haben das Thema IoT gekoppelt mit einer kommerziellen Struktur. Und da wird's dann wirklich spannend. Ja, das heißt, die haben gesagt, okay, lieber Kunde, du kriegst von mir jetzt auf die Maschine ein Jahr Garantie gratis. Du kriegst außerdem, lieber Kunde, kriegst du, deine Maschine ist gratis IoT upgraded sozusagen. Ja, das heißt, du kriegst die Daten und alles. Du kriegst das System einfach dazu. Und dafür, lieber Kunde, für das Jahr Garantie, für das IoT-System gratis, und das Einzige, was ich von dir will, deine Maschine über die nächsten 3, 4, 5 Jahre, die braucht gewisse Ersatzteile, die braucht gewisse Service-Kits. Und was passiert jetzt aktuell? Musst du dem hinterherlaufen? Du hast Downtime auf der Baustelle, weil die Service-Kits nicht rechtzeitig gekommen sind oder sich niemand drum kümmert. Du brauchst, dein Einkäufer hat einen Workload, weil er muss herumlaufen, Preise verlangen etc. pp. Und du, es ist einfach mühselig und kostet dich auch Geld. Das heißt, was wir eigentlich machen, lieber Kunde, ist, wir unterschreiben jetzt einen Vertrag. Du kriegst vorab schon einen wirklich guten Preis und ich als Hersteller kümmere mich darum, dass das Service-Kit zum richtigen Zeitpunkt schon da ist, weil ich weiß ja jetzt, wann du das brauchst, basierend auf den Maschinendaten. Und dann kann ich als Hersteller IoT auch ganz interessant rechnen. Ja, dann kann ich nämlich sagen, Anzahl verkaufte Service-Kits zusätzlich, Kosten für ein Jahr Garantie, Kosten für das IoT-Thema, mehr Umsatz. Ja, und das ist jetzt so das Thema Servitization, Product Enabled Services, was wir ganz stark sehen, dass IoT und die kommerziellen Strukturen sich da immer mehr koppeln werden. Und das sind so die Themen, die gewinnen werden. Also Serviceverträge ist das beste Beispiel. Ja. Servicevertrag, Umsatz, Kosten für den Service, Profit. Bauwirtschaft, ganz viele Hersteller machen Verluste mit den Serviceverträgen. Mit IoT kann ich die Kosten für den Servicevertrag senken. Wieso? Wenn ich vorher zweimal in der Woche, blöd gesagt, den Servicetechniker auf die Baustelle schicken musste und einmal hat er festgestellt, dass einfach die Baustromzufuhr nicht gut genug ist, weil er das Verlängungskabel x-fach erweitert hat, dann kann ich das jetzt vielleicht schon von Remote lösen und spare mir einen Servicetechniker-Einsatz pro Woche. Sprich, ich kann auf einmal mein Bottomline vom Servicevertrag steigern. Und das IoT-Thema gibt es wieder gratis dazu, weil es nur der Enabler ist. Also das
die Daten per se, es ist die Frage, wie package ich das in kommerzielle Konstrukte als Hersteller oder Händler. Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist mal der externe direkte Vorteil. Ja. So, dann haben wir den externen indirekten Vorteil. Und das ist auch ein bisschen, wo wir sehen, okay, darum tun sich auch eben einige schwer, auf diesen IoT-Thema auch zu kooperieren, weil es ist ein ganz, ganz großer strategischer Mehrwert darin, wenn ich als Hersteller, wenn ich als Händler den Kunden auf meiner eigenen Plattform habe. Ja. Wir als Tools, wir machen nur die Technologie, es gehört alles dem Hersteller, dem Händler. Und wenn ich den Kunden jetzt auf meiner Plattform habe, dann habe ich eine ganz andere Loyalität beim Kunden und eine ganz andere Bindung. Und ich rede mit dem Kunden ganz anders. Und das ist extrem, extrem mächtig und das sehen wir auch. Ja. Das heißt, was habe ich da? Ich habe eine höhere Customer Lifetime. Ja. Ich habe einen höheren Umsatz pro Kunde pro Jahr. Und da sind ganz viele indirekte Faktoren, die einen extremen Mehrwert haben. Der dritte Faktor, und das wird in Wahrheit einer der gewichtigsten sein, die wir sehen, ist das Thema auch intern. Ja. Wenn ich eine neue Maschine habe, wie funktioniert das jetzt? Ich gebe die Maschine raus zum Feldtest und ich höre nie wieder in Wahrheit was zurück. Oder die Ergebnisse sind, sage ich mal, suboptimal. Ja. Wenn ich jetzt aber auf Knopfdruck in Echtzeit Informationen habe, wie der Produkttest verläuft, habe ich eine andere Time-to-Market auf einmal. Bedeutet, ich mache mehr Umsatz mit der Maschine. Ich kann den Kundenservice anders gestalten, mehr auf den Markt gerichtet, effizienter etc. Ich kann, und das ist ein Riesenthema, ich kann meinen Vertrieb anders steuern, wenn ich Direktvertrieb habe. Also da gibt es große Elektrowerkzeugunternehmen, wo es WhatsApp-Gruppen gibt, ja, wo die Vertriebler sich gegenseitig Fotos von der Baustelle schicken und sagen, da ist dein Kunde, da ist dein Kunde, fahr mal vorbei und schau, ob du was verkaufen kannst. Wenn ich auf Knopfdruck weiß, wo sind die Baustellen und wie kann ich meinen Vertrieb koordinieren, dann öffnen sich da völlig neue Absatzpotenziale und Wettbewerbsvorteile. Und das zieht sich komplett durch. Also wir werden in ein paar Jahren, wenn wir sehen, die Unternehmen, die IoT-enabled sind und das auch intern nutzen und korrekt nutzen, und dann werden wir die Unternehmen sehen, die nicht IoT-enabled sind. Und da wird es Marktverschiebungen geben. Ja, und das zeichnet sich jetzt schon in anderen Märkten, zeichnet sich das klar ab. Ja. Und wenn man diese drei Sachen eben zusammenkoppelt, ja, dann habe ich nicht mehr nur 1+1+1, sondern die multiplizieren sich dann auf einmal. Und damit ist es nämlich richtig spannend. Und das heißt, wir sehen beim Hersteller, beim Händler sind wir ganz, ganz interessante, ganz, ganz spannende Themen, die sich da auftun. So, jetzt zum Abschluss noch, Case Study zum Thema Stil. Nochmal als Disclaimer, es ist alles öffentlich verfügbar. Ich bin nur ein bisschen ein Fan von der Firma auch. Und die haben das wirklich ganz, ganz toll gemeistert und sind ein bisschen reißerisch geschrieben vom Maschinenbau zum Softwareunternehmen haben sie den Schritt gemacht. Die machen noch immer tolle Maschinen, aber die machen auch inzwischen echt tolle Software. Ja. Also wie kurzer Abriss zu Stiel, ein deutsches Familienunternehmen, ja, gibt seit bald 100 Jahren, ist Weltmarktführer, Innovationsführer in Forst- und Galabau und macht 2017 3,8 Milliarden Umsatz und ist halt wirklich ein Asset auch für Deutschland, für Europa als Ganzes. Und coole Kultur, coole Firma, coole Ingenieurskunst. Und was haben die gemacht? Wieder Thema Ökosystem. Ja, die haben auch die richtigen Leute tatsächlich an den richtigen Stellen, die das so wirklich gut treiben und da dahinter sind. Stichwort Kultur. Ja. Das heißt, die haben noch immer die Maschine im Mittelpunkt. Die sagen, wir sind Maschinenbauer, aber wir wissen, was kommt und wir gehen die digitale Reise. Ja. Und was haben die gemacht? Im ersten Schritt haben die gesagt, okay, wir können den Kunden seine gesamte Flotte ausstatten. Ja, Stil Connected, das heißt, ich habe einen Tag, dass ich an bestimmten Stellen auf der Maschine platziere. Ich habe Vorteile damit, Uptime, Wartung, Maschinendisposition, Inventarisierung etc. Das kann ich schon gut rechnen. Was haben die im nächsten Schritt gemacht? Und dann wird es richtig spannend. Ja. Die im nächsten Schritt haben sie das gekoppelt mit Workflow-Software. Ja, das heißt, habe ich das Thema MemoMeister, was auch eine echt coole Softwarefirma ist. Die machen Workflow-Software für den Galabau, für den Forst, für alles Mögliche, wo ich eigentlich meine Trupps koordinieren kann, Aufträge verteilen kann, Taskmanagement etc. Und außerdem haben die Logbuch ins Leben gerufen, was ein bisschen Forst 4.0 Thema ist, wo ich im Forst mit einem großen GPS-Transponder bestimmte Stellen im Forst markieren kann. Und wenn ich das hier zusammenschließe, dann ist das schon echt mächtig. Ja, und da wird der Kunden Vorteil steigt tatsächlich rasant an. Und was haben die als nächstes gemacht? Ja? Und da wird es jetzt immer spannend. Also die haben jetzt auch den Smart Garden Hub.
Das heißt, das haben sie vor ein paar Wochen auch angekündigt, Partnerschaft mit Innogy, und die koppeln eigentlich unterschiedliche Ökosysteme und ermöglichen den Maschinen, dass die automatisiert bestimmte Sachen verrichten. Ja, das ist jetzt Consumer, aber es ist trotzdem enorm spannend und ein ganz, ganz großer Mehrwert. Und was haben sie jetzt vor 2 Wochen angekündigt oder 3 Wochen? Und da wird es halt echt spannend, ja. Da haben sie das Thema Toolsharing ins Leben gerufen. Stichwort Circular Economy. Stiel verkauft Maschinen, verkaufen sie noch immer. Aber jetzt gibt es zusätzlich mit Fachhändlern natürlich, ja, im Großraum Stuttgart die Möglichkeit, dass ich mir die Stielmaschine mit der App reserviere, nutze und für die Nutzung zahle. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Servitization. Ich habe einmal die Maschine, aber ich baue Product Enabled Services um die Maschine drumherum, kopple das mit kommerziellen Strukturen und schaffe außerdem komplett zusätzliche Geschäftsmodelle, Stichwort Circular Economy. Und das ist ein bisschen das Gesamtkunstwerk, das wir da sehen und das sehr Spaß macht zu beobachten. Grundsätzlich abschließende Worte, wenn es nachher Fragen gibt, natürlich auch gerne. Das Thema ist hochspannend. Ja, wir sehen, was wir auch sehen, ist, dass gerade in Europa haben wir, glaube ich, bestimmte Themen zugunsten der USA leider ein bisschen verschlafen. Aber ich glaube, das Thema Industrie 4.0 sind wir in Europa mit Märkten wie Deutschland, Italien, Maschinenbauer, Länder, sind wir da eigentlich bestens gerüstet, dass wir in Europa da wirklich eine treibende Kraft sind. Ja, und das sehen wir auch für uns als Toolsense, sind wir da wirklich geehrt, dass wir da mit so Unternehmen auch zusammenarbeiten dürfen und einen kleinen Baustein auch liefern dürfen für die sozusagen das digitale Gesamtkunstwerk. Danke. Okay.